Willkommen zurück bei Outer Wilds. In dieser Folge wollen wir nochmal auf dem Gasriesen da nochmal landen. Soll heißen, eigentlich im Orbit. Dabei, du musst dich jetzt unbedingt davor schieben, ne? Warum raucht denn der da so? Ach so, ja, ist das Lagerfeuer. Wow, das ist hui. Okay. Also auf dem da, ne? Auf dem Satelliten da. Ist ja kein Satellit, das ist irgendwie eine Sondenorbitalstation. Aber hier, wir haben ja neue Einträge im Schiffslog. Müssen wir auch nochmal unbedingt nochmal nachgucken. Alter, so viel. Ui. Oh mein Gott. Das ist viel zu viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann wollen wir gleich mal lesen. Eintrag ansehen. Was ist das überhaupt? Zoom. Signalortungssystem des Auges, genau. Ein Nomai-Gerät, mit dem die Quellen entfernter Signale genau bestimmt werden können. Die Nomai waren enttäuscht, dass sie das Signal vom sogenannten Auge des Universums nicht orten konnten. Das kennen wir ja schon. Aber das hier, ach, hier im Samen haben wir doch auch noch nicht gelesen, oder? Müssen wir auch nochmal lesen. Wenn ich meinen Scout in den Samen schicke, der auf Holzkamin abgestürzt ist, landet er irgendwo auf Schwarzdorn. Haben wir doch schon gelesen. Ich erinnere mich. So, jetzt über die Sonnenorbitalkanone. Ja, ja. Das ist nicht wenig. Die zerstörten Überreste einer Raumstation der Nomai in der Umlaufbahn der Untiefen der Riesen. Es gibt drei Zugangswege, die vom zentralen Bereich abzweigen. Die Sonnenorbitalkanone wurde geschaffen, um den genauen Standort des Auges des Universums zu finden. Die Nomai betrieben die Sonnenorbitalkanone über ihre maximale Krafteinstellung hinaus, um mit noch höherer Genauigkeit das Auge des Universums zu finden. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Ja. Steuerungsmodul. Eines der drei Module der Sonnenorbitalkanone. Das Startmodul ist stark beschädigt, aber sein Projektionsbecken ist noch intakt. Eine Nomai namens Mellow argumentierte, dass es keine Rolle spielen würde, ob die strukturelle Integrität der Kanone beeinträchtigt sei, da sie die Sonne nur einmal abfeuern mussten. Eine Nomai namens Privet widersprach, dass sie die Daten der Sonne nicht empfangen könnten, wenn das Sondennachführungsmodul zerstört würde. Sondennachführungsmodul, eines der drei Module der Sonnenorbitalkanone. Der Nomai am Sondennachführungsmodul würde als erster die Koordinaten des Auges des Universums sehen können. Ja, ja, ja. Wo haben wir noch was? Hier war nichts. Hochenergielabor, das haben wir auch, glaube ich, schon gelesen, ne? Ja, haben wir schon gelesen. Anglerfischfossil, okay. Hier müssen wir auch noch mal kurz lesen. Chats Lager. Chats stellte Astronomie-Utensilien am Nordpol vom Glutzwilling auf. Chats hat in letzter Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Supernovae ausgemacht. Ja, die haben wir auch bemerkt. Alle Sterne im Universum sterben, einschließlich unserer Sonne. Die Sterne sterben einfach aufgrund ihres hohen Alters. Anscheinend sind sie viel älter, als wir dachten. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Immer mehr. Die sonnenlose Stadt. Die Nomai entdeckten am Ende einer Passage unter der Rettungskapsel eine vielversprechende dauerhafte Zuflucht. Ich habe eine Wegmarkierung zur sonnenlosen Stadt gefunden, aber der Pfad ist versperrt. Rettungskapsel 2. Eine von drei Nomai-Rettungskapseln, die in unserem Sternsystem abgestürzt sind. Alle drei Rettungskapseln wurden von einem sogenannten Gefährt ausgestartet, welches stark beschädigt wurde. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Anglerfischfossil. Ich habe eine Höhle mit einem Anglerfischfossil darin gefunden, aber die Öffnung ist gerade mal groß genug für meinen Scout. Ja. Und den haben wir da noch nicht reingeschickt. Energiesignaturen aus dem Untergrund. Die Instrumente des Shuttles empfingen seltsame Energiesignaturen von irgendwo unter der Oberfläche. Zwei der Nomai fanden einen Spalt im Eis auf der Seite des Eindringlings, die der Sonne zugewandt war. Sie stiegen hinein, um Nachforschung anzustellen. Ah, ja. Achso, so hätte ich es wieder rum. Diesen müssen eingefrorenen Nomai-Shuttle. Die Nomai landeten kurz nach seiner Ankunft im Sternsystem auf dem Eindringling. Die Instrumente des Shuttles empfingen seltsame Energiesignaturen von irgendwo unter der Oberfläche. Clary, die Nomai, die zurückblieb, verlor den Kontakt mit den beiden anderen, nachdem sie unter die Oberfläche des Eindringlings gesunken war. Rennen. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. So, Schwerkraftkanone. Ein riesiges zylindrisches Gerüst, das ein starkes nach oben gerichtetes Schwerkraftfeld erzeugt. Ich führte einen Nomai-Shuttle vom Eindringling zurück.
Das stimmt wohl. Ah, Eindringling. Ah, klar. Na sicher. So können wir auf dem Eindringling landen. Das ist natürlich... Das ist gut. Das ist spitzenmäßig. Jawohl. So, mehr haben wir noch nicht entdeckt, oder? Quantummond? Glaube nicht. Quantenhöhle, Quantenhain, Seegrundhöhle, Quantummond. Nee, das kennen wir alle schon. Ein Quantummond, auf dem die Kaminer noch nie landen konnten. Noch mehr zu entdecken. Alter. Die Nomai bemerkten einen seltsamen wandernden Felsen, der in mehreren Höhlen auf der Nordhalbkugel des Glutzwillings erschien. Ich habe einen seltsamen Felsbrocken aufgefunden, der sich bewegt, wenn ich nicht hinsehe. Er gibt ein Signal im Frequenzbereich der Quantenfluktuation ab. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Überall gibt es immer mehr zu entdecken. Wow, wow, wow. Seegrundhöhle. Ein Nomai namens Koleos verschwand auf mysteriöse Weise aus einer Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol des Glutzwillings. Ja, das... Das könnte noch interessant werden, aber wir möchten jetzt erstmal nochmal hier zu dem... Und zu den Untiefen der Riesen. Und Vollgas hin. Jawohl, jawohl. Ja, wir sollten hin und wieder den Schiffscomputer checken, nach Neueinträgen. Damit wir immer auf dem Laufenden sind. Das wäre zumindest nicht das Dümmste, was wir machen können. Ja. Naja. So, schön. Das ist sehr schön, dass wir hier quasi ziemlich direkt schon hier drauf zusteuern. Nein! Okay, okay, okay. Das ist interessant. Hier kommt man tatsächlich durch. Auf einem anderen können wir nicht durch. Huiuiuiuiuiui. Oh. Das war jetzt das Gas. Alter, Finne. Huiuiuiuiui. Jetzt habe ich aber auch ganz schön... Die Nutella-Produktion ist im vollen Gange. So, wo ist denn jetzt hier die Orbitalstation? Die ist doch hier irgendwo. Hier, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So. Jetzt müssen wir erstmal darauf zubeschleunigen. Geschwindigkeit anpassen. Um dann vorsichtig wieder drauf zu landen. Das wäre schön. Wenn das noch irgendwie möglich wäre, das wäre so schön. Das wäre so fantastisch. Etwas rollen. Und jetzt hier. Nein. Das ist gar nicht so leicht, auf einem sich bewegenden Ziel zu landen. Und dann noch sanft wie eine Feder. So. Dann sind wir schon wieder da. Anzug an. Aber ich renne hier dauernd gegen die Wand. So. Alles klar. So, jetzt müssen wir hier nochmal übersetzen. Garantiert. Natürlich. So, ein Nachführungsmodul. Tralala. Steuerungsmodul. Alles klar. Da oben natürlich auch noch. Hier natürlich. Startmodul. Alles da. So, jetzt sind wir hier wieder. Das Startmodul ist nicht verfügbar. Immer noch nicht. Warum auch? Warte mal, was hat das hier nochmal? Das Steuerungsmodul, oder? Mal gucken. Steuerungsmodul, genau. Ich mach mal Lampe an, dann sieht man ein bisschen weniger. Entschuldigung. Autsch, 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 autsch. Ach, das ist das, wo wir gerade rauskamen, oder? Ist es das? Ich weiß es jetzt nicht. So.
Schauen wir nochmal. Wenn wir gleich sehen. Nein, das ist was anderes. Auch hier gibt es Sauerstoff. Ist es denn wahr? Es ist ja nicht wahr. Okay. Aha, aha, aha. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, weil hier dieselben Zeichen drauf liegen. Untiefen der Riesenprojektionsstein. Gehen wir sofort mal hier drauf und lesen. Und übersetzen erstmal. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Evans. Yaro sagte, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sonnenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den mechanischen Arm nehmen willst, Kazawa. Ich wünschte, es wäre so, mein Freund. Sie sind sich nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sonnenorbitalkanone bis auf weiteres stillgelegt wird. Aha. Sage Privet und Malo bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigungsanlage verbleiben. Neuigkeiten. Mello und ich werden uns dir und das anschließen. Privet hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu besuchen. Sie hat Angst. Idaea könnte sich dafür verantwortlich fühlen. Ja, hier sollte sich so mancher von denen verantwortlich fühlen. Finde ich. Das ist nämlich eine ganz, ganz tierische Sauerei. Was sie hier so machen. Mit den tollen Sachen. Die das Leben hier sehr schwierig machen. So. Ach. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, okay, okay. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Es ist nur eine Projektion, das, darüber bin ich mir im Klaren, aber... Da liegt so ein weiterer Projektionsstein. An den kommen wir aber nicht dran. Hier wohl auch nicht, glaube ich. Natürlich nicht. Okay. Aber das liegt ja jetzt hier. Nee, doch nicht. Das ist der Einer. Der Einer müsste neben anderen irgendwo liegen. Gut, lesen wir den mal durch. Mello, meine bessere Hälfte. Kazawa schickt die letzten benötigten Komponenten für die Kanone. Schon bald, relativ gesehen, wissen wir... Das können wir doch schon. Hä? Wieso das hier nochmal? Das kennen wir schon. Ja. Das kennen wir schon komplett. Das kennen wir schon, ja. Das haben wir gerade schon in dem anderen Raum schon gefunden. Okay. Gut, dann, okay. Hätte das sein können. So, legen wir erstmal hin. Den legen wir hier hin. Legen wir wieder auf. Und jetzt schmeißen wir den hier mal rein. Aha. Ja. Ach ja. Ist also eine aktuelle Wiedergabe. Okay. Ach, der schwebt hier. Okay. Also der Zweier muss hier rein. Ne, der Zweier muss hier. Hier muss der Einer rein. Aber nicht der Zweier. Den nehmen wir mal mit. Sicher. Man weiß ja nie. Was finden wir hier nochmal? Ah ja. Okay, das ist gerade... Ja, das ist schön, dass man hier so viel machen kann. Finde ich toll. Bin auch höchst seltsam. Toll. Das wollte ich nicht. So, den wollte ich fallen lassen. Gut, hier können wir sonst nichts machen. Der bewegt sich nicht. Hier ist sonst nichts.
Ach, Moment, man kann hier. Toll. Man kann hier das Ding da bewegen. Stimmt ja. So. Ah ja. Aha, aha. Ja, das ist jetzt sehr aufschlussreich. Dreht sich aber nur ein bisschen. Oh, Übersetzermodul. Vor 15 Minuten und 33 Sekunden. Anfrage zur Sonnenstartfreigabe von Projekt Zwillingsasche erhalten. Kanone mit zufälliger Sonnenflugbahn ausgerichtet. Gravitationsfeld aktiviert. Oh, das waren nur wir. Das ist ungünstig, um es gelinde zu sagen. Das ist voll cool. Okay. Ah ja. Das ist das, was passiert ist. Beginne Startaufzeichnung. Sondenorbitalkanone. Startanfrage erhalten. Sondenstart erfolgreich. Sondennachführungsmodul empfängt Daten von der Sonde. Warnung. Strukturelle Integrität der Sondenorbitalkanone wurde beim Start beeinträchtigt. Schäden an verschiedenen Modulen ermittelt. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und sie wurden gewarnt, das Ding überhaupt zu starten, und sie haben es trotzdem getan. Schadensbericht zur Sondenorbitalkanone. Mehrere strukturelle Schwachstellen entdeckt. Schaden an Modulen wird ausgewertet. Steuerungsmodul intakt, keine strukturellen Schäden. Startmodul, Aussichtsfenster beschädigt. Modul dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Das ist höchst verwerflich. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Sonst war es das. Wieder hier zurück. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich da lang. Da lang müssten wir eigentlich. Das heißt aber, wir müssen erstmal raus. Wo kommen wir raus? Hier kommen wir raus. Autsch. So. Was ist denn da jetzt? Können wir hier vielleicht irgendwie reparieren? Glaube ich nicht, ne? Nee, hier können wir nichts reparieren. Hier können wir nichts reparieren. Alles da. So, etwas drehen und wieder. Hoch. Runter, etwas wieder hoch, etwas weiter rechts, etwas langsamer vielleicht. Schön. Jawohl. Sehr schön. Jetzt möchte ich erstmal hier das hier lesen. So nicht. Mal gucken, ob hier irgendwas anderes steht. Ich glaube nicht. Hier steht gar nichts. Gut, also das ist dafür nicht geeignet. Das ist in Ordnung. Das geht auch nicht. Das ist interessant. Jetzt müssen wir hin und her flattern. Alles klar. Machen wir glatt. Machen wir doch sofort. War hier nicht auch irgendwo so ein Kuller? Nee, ne? Hier ist er nicht. Da kommen wir nirgends hin. Nee, hier können wir nichts machen. Alles klar. Ist ja nicht schlimm. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Zurück. So.
Ja, ich weiß. Treibstoff. Bla bla bla. Alles gut. Wir müssen da rein. Super. Na, das klappt ja. Das klappt ja mittlerweile ganz gut. Sag mal. Runter mit dir. Hoch, hoch, hoch. Sag mal. Es ist ja unglaublich. So, was ist hier nochmal? Übersetzermodul, alles klar. Übersetzermodul. Steuerungsmodul, genau. Da müssen wir, glaube ich, rein. Da müssen wir rein. Ist ganz schön schwer. In der Schwerelosigkeit irgendwie zu navigieren. Das ist nicht leicht. So. So, eventuell müssen wir jetzt mal hier hin. Das möchte ich trotzdem mal gerne lesen, wenn da irgendwas drinsteht. Was wir vielleicht noch nicht kennen. Das kann man nicht lesen. Zack. Da passiert gar nichts. Das ist nicht gut. Jetzt sollten wir erstmal unseren Treibstoff auffüllen. Sonst bekommen wir nämlich Probleme, wieder woanders hinzukommen. Ja, ja. So. Jetzt wieder zurück in den großen Raum. Ich glaube, soeben fliegt unsere Sonne in die Luft. Das kann sein. Zeit wäre es. So, jetzt aber. Zack. Hoch. Ah, schön. So, einmal. Der tankt sich hoffentlich selbstständig wieder auf. Das wäre schön. Wo ist die Sonne? Ich sehe sie nicht mal. Ich sehe die Sonne nicht. Aber würde ich sie gerne sehen. Ach, da ist er. Guck mal, wird schon rot. Die wird schon rot, dauert nicht mehr lange. Ja, jetzt geht's los. Genau. Alles klar, Supernova. Nächste Folge, nochmal hierher. Da müssen wir noch anderes noch dann reinlegen. Ich hoffe, das ist dann noch da drin. Das wäre echt schön, aber ich glaube fast nicht. Wir warten erstmal auf die Druckwelle, ne? Ja, guck mal, da kommt sie schon. Ja, also, adieu, du schnöde Welt. Und bis zur nächsten Folge Outer Wilds.